Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlachten mit Mittelerde 2. Ja, die zweite Folge halt jetzt mal in dieser Session. Wie sagt man hier auf Deutsch? Gute Frage eigentlich. Na, siehst du, das hat man jetzt davon. Man weiß sogar nicht mehr, wie die deutschen Begriffe heißen. Durch diese ganzen Anglizismen und Scheißdreck und alles. Was? Mach dich nützlich! Na gut. Schon mal, er ist, glaube ich, Orks. Und wir sind diesmal Isengard. Und wir setzen mal auf jeden Fall erstmal hier auf zwei Schmelzöfen. Und dann hauen wir mal eine Urgrube raus. Das Gebäude arbeitet an eurer Einstellung! Und da unten würde ich irgendwie ein Sägewerk hinhauen. Beeilung, ihr Schnecken! Der bringt 25, der 25 und 25. Oh, geil. Arbeitet perfekt. An eurer Einstellung! Bewegt euch, ihr Maden! Das bringt schon sehr viel, wenn alles immer plus bei genau 25 liegt. Schlecht wird's, wenn es schon eins anfängt mit 24 und man dann automatisch mal für die geraden Zahlen einmal mehr Produktion braucht. Das ist ärgerlich. Macht, was euch befohlen werden wir, Uruks! Da ihr Orks spielt, werde ich als erstes mal vielleicht Armbrustschützen machen, weil die sind zwar instabil, aber gegen Orks dürfen sie trotzdem was ausrichten. Haltet ihr werdet dann fertig! Vor allem, wenn ich den die ganze Zeit dann hinterherlaufen muss, ist blöd. Arbeitet an eurer Einstellung! Ach ja, und wir spielen, glaube ich, in dieser Folge sogar ohne die Funktion der Gasthäuser. Also man kann es nicht einstellen, aber wir haben gesagt, wir nutzen keine Gasthäuser. Ist mir ganz recht, weil ich hasse die Dinger wie die Pest. Als nächstes will ich dann Urukai machen. Dass der mit Spinnenreitern ankommt, ist ja das Einzige, was überreiten kann, wird wahrscheinlich eher noch dauern. Und sonst, gegen was bringen die noch was? Gegen die Trolle? Das Gebäude ist fertig! Das Auge und beobachtet uns! Gegen die Gebirgsriesen. Aber ja. Hier gibt es immer Arbeit! Ist nicht so wild. Hier wird nicht gefaulet! Da ist der Feind! Was sollen wir tun? Und da habe ich schon den ersten kaputt gemacht. Lass es bolzen hageln! Okay, die Giftdinger bringen aber, ich weiß gar nicht, gegen Gebäude, glaube ich, bringen die nichts. Arbeitet an eurer Einstellung. Das wäre noch schöner. Da. Sie greifen einen Schmelzofen an! Noch mehr Uruks. Macht, was euch befohlen wird! Macht, was euch befohlen wird! Schneller! Bewegung! Armbrüste! Ich frage mich gerade, warum er von der Seite gekommen ist, nicht von gerade. Wir haben den Feind gefunden! Weiter so! Aufwachen! Keine Gnade! Einer der Schmelzöfen wird angegriffen! Das geht mir schon wieder gehörig auf den Senkel. Die Uruks und ihre Armen sind bereit! Dass er mir jetzt schon Gebäude kaputt gemacht hat. Arbeiter! Ich krieg langsam Hunger! Haltet euer Werkzeug bereit! Auch witzig, selber kann man die Fledermausschwärme gar nicht angreifen. Die machen sie nur automatisch. Finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Weil der Computer kann das und das ist vorteilhaft. Wir werden dann fertig! Macht, was euch befohlen wird! Ich glaube, ich rieche den Feind! Das war klar, dass er jetzt von da kommt. Haltet euer Werkzeug bereit! Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wir greifen an. Sie greifen einen Schmelzofen an. Sie sind da drüben. Bewegung. Ich finde es so feige, einfach nur immer von da hinten anzugreifen. Immer von hinten die Gebäude, dass ich nicht rankomme. Diese Armee ist schon groß genug. Wir greifen an. Bald. Nicht zurückfallen. Bewegung. Zerschmettert Ruhe. Sie. Holzen los. Wie die das nicht geschissen kriegen, meine Armbrustschützen, mal einfach mal dahin zu gehen und die abzuballern. Immer müssen sie einen Schritt vorgehen, zielen. Ach, ich komme ja doch nicht hin. Jetzt muss ich nochmal vorgehen.
Das neue Gebäude ist fertig! Sie greifen an! Auf ihn! Los! Maul halten! Feuer! Keine Gefangenen! Erschlagt sie alle! Riecht ihr was? Macht sie fertig! Da! Sie sind da drüben! Noch mehr Uruks kommen aus den Macht Boden. Euch kampfbereit! Gut! Zurück an die Arbeit! Wir greifen an! Okay, zumindest sind die Orks relativ schnell down. Aber ich find's so feige, einfach nur von allen Seiten immer anzukommen. Jetzt reicht's mir jetzt gleich vor. So, dann bauen wir halt hier unten noch ein Sägewerk hin. Also oben. Es kriegt langsam Hunger. Diese Armee ist schon groß genug. Das neue Gebäude ist zerhagelt. Die Uruks und ihre Armbrüsten bereit. Sie greifen an. Bolzen einlegen. Macht eure Waffen bereit. Hört mal. Feuert. Mal schauen, ob das funktioniert. So, da muss man jetzt aufpassen, dass der da nicht zu extrem wird. Feuer frei! Das Gebäude ist fertig! Und während er da unten. Ich dachte, wir sind fertig! Wir haben viel zu tun! Jetzt da aufpassen, dass ich ihm das Gebäude nicht zerstöre, was ich geschafft habe. Mehr Bolzen! Schnell! Keine Gefangenen! Bleib zurück, Uruks! Kann ich mich hier ein bisschen ausbreiten? Macht euch wieder an die Arbeit! Maul halten! Ruhe! Ruhe jetzt! Schießt! Los! Wir greifen an! Wir Truppen können Bewegung. Wir nicht befehligen! Dann ziehe ich mich mal schnell zurück. Oder auch nicht hier. Maul halten! Ruhe! Wir wären dann fertig! Aufpassen, du! Die Urukai haben doch fucking lang durchgehalten, du. Das neue Gebäude ist fertig! Sie sind da drüben! Riecht ihr was? Aber mit Armbrüsten allein kann ich nichts machen. Das ist das Problem. Ich brauche da noch mehr von denen. Arbeitet an eurer Einstellung! Wir haben die Urukube vergrößert! Oh, jetzt kann ich hier dann ein bisschen Rohstoff holen. Sehr gut. Mach dich nützlich! Keinen am Leben! Natürlich ist es nicht gut, dass er da damit kommt. Kampfbereit! Einer der Schwertschützen wird angegriffen! Schnell! Sie sind da drüben! Hätte ich mir denken können. Keinen am Leben! Fällt sie! Weiter! Weiter! Hier gibt es immer Arbeit! Ihr wisst, was ist bereit. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Das Auge beobachtet uns. Auf ihn! Los! Macht euch kampfbereit! Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Ach was. Meine Fresse. Ich werde doch tatsächlich jetzt mal vielleicht schauen, dass ich mal dahin gehe. Sie greifen die Sägewerke an! Und mit dieser kleinen Gruppe hier werde ich da hinten hingehen. Nach links sozusagen. Wir greifen an. Weil da ist nämlich auch noch ein Gebäude. Keine Gefangenen! Keine Gnade! Macht eure Waffen bereit! Nicht zurückfallen! Hält ihn! Wir greifen an! Bald! Wagen! Macht euch kampfbereit! Meine Herren, dass ihr mich immer verdrückt, das geht mir so auf den Senkel. Kommt ihr Schnecken! Hier gibt es immer Arbeit! Hier gibt es immer Arbeit! Arbeiter! Das Problem ist echt, ich kann nicht mehr, noch mehr Rohstoffe machen. Macht euch kampfbereit! Lasst sie nicht entkommen! Keine Gnade! Da! Sie sind da drüben! Da! Da! Kämpfen wir! Ich krieg langsam Hunger!
Jetzt muss ich schauen, dass ich mich rechtzeitig ausbreite. Dass ich noch mehr bevölkern kann. Und dann sauber aufzureißen. Was sollen wir tun? Wir greifen an. Bald. Da ist ihr Lager. Macht euch kampfbereit. Haltet eure Waffen bereit. Dass man nichts gegen die Landflöten machen kann, finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Feuer frei. Auf ihn. Los. Macht eure Waffen bereit. Also der hat ja wirklich alles jetzt zusammengeritten, oder? Ja, ja, der Baumeister, gell? Ja, das war klar. Schauen wir mal, von oben noch kommt mit dem... Viech. Wo riechen die den Feind? Da hinstellen. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Aufpassen, einige Uruk-Speerträger sind in Gruben entstehen. Uruk, heil! Mal schauen, ob hier was ist. Also ich vertraue ihm mal so weit, dass er nicht, dass es nicht machen wird. Hört mal! Aufwachen! Sie müssen sterben! Also, dass er nicht die Gasthäuser da benutzen wird. Da vertraue ich mal drauf. Ich werde mal hier oben gucken. Da habe ich was gesehen. Hehe. Wenn ich den jetzt genau treffe, dann dürfte ich ihn treffen. Ja. Ach, er hat was beschworen. Schau ihn an. Habe ich ihn jetzt getötet oder nicht? Nein, habe ich nicht. Überlass den da mir. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Kämpft! Hehe, habe ich einen gekillt. Aber er hat mir auch schon einen gekillt. Schatzen den Wagen des Baumeisters! Wie ist denn der jetzt so krass geworden? Jetzt muss ich aber mal schauen, dass ich hier ein bisschen... Ja, kann ich nicht. Geil. Wir werden angegriffen! Lasst keinen am Leben! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Wo seid ihr, Orks? Bewegung, Urukai! Beeilt euch! Ich kann sie riechen! Jetzt kann dich keiner... Ja, wieso war der jetzt eigentlich richtig scheiße? Das verstehe ich nicht. Beeilt euch! Aber jetzt kann ich das auch sehr gut. Vielleicht lohnt sich ja Saruman. Schauen wir mal. Wir greifen an. Bald. Lasst keinen am Leben. Auf sie. Hehe, geschafft. Mann, die Dinger sind solche Spassen, ohne Witz. Ja, jetzt ist er bald Stufe 5. Dann kann er schon ordentlich was ausrichten. Mein Lürz wegen Verstärken. Also, Führerschaft. Macht euch kampfbereit! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Ich kann sie riechen. Ihre Armbrüste sind bereit. Niemand stellt sich uns in den Weg. Los! So, jetzt habe ich wenigstens wieder Rohstoffe. Wir haben viel zu tun. Einer der Schmelzschleifen wird angegriffen. Das ist einer dieser gezüchteten Irren. Sie greifen uns an. Schlachtet sie ab. Saruman. Unsere Zeit ist gekommen. Ich hätte vielleicht schon viel schneller sein müssen mit dem da. Kommt zu mir, meine Diener. Hierher. Sie werden schlachtet sie an. Folgt mir. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Unsere Zeit ist gekommen.
Hierher! Feuer frei! Lasst es uns haben! Wir wären dann fertig! Der Sieg ist nahe! Lasst den da mir! Das muss es natürlich wieder sein, dass mein Lurz sich da reingemogelt hat. Nö. Kann ich nicht mal lähmen, so Scheiß. Kommt zu mir, meine Diener. Ja, Lurz ist weg, das war klar. Nicht dahin gehen. Jetzt ja. Macht euch wieder an die Arbeit! Ach, ich hab da meinen Kerl verloren. Scheiße. Werft sie in den Schatten! Einige Uruk-Speerträger sind. Und jetzt kommt die Masse, das ist jetzt wird's gefährlich. Ihre Armbrüste sind bereit. Lasst keinen am Leben! Diese Armee ist schon Vorrücken. Groß genug! Noch mehr Uruks kommen! Beeilt euch! In den Krieg! Langsam Hunger! Ich erkenne ein Gasthaus, wenn ich eines sehe. Ach was. Wir werden angegriffen! Vorwärts! Ah, Stufe 3, sehr gut, aber das war jetzt wieder sehr toll. Was machen wir jetzt? Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Durchbrüchen! Baumeister, an die Arbeit! Ihr Lurz ist nicht der Faule! Er weiß, was zu tun ist! Die Uruk sind ihre Armbrüste bereit. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Lass sie nicht rein! Noch mehr Uruk Arbeiter aus den Gruben! Baut! Einer der Schmelzöfen wird angekommen. Oh, das kann ich ja auch, sehe ich gerade. Augenblick. Sammel dich. Sie greifen uns an. So, schön. Schönes Ding, du. Das neue Gebäude ist fertig. Du würdest mir bloß jetzt mein eigenes Gebäude kaputt machen, wahrscheinlich. Bewegung! Und die Tunnel gehen mir ziemlich auf den Sack, möchte ich anmerken. Wir haben viel zu tun und ihre Armbrüste sind bereit. Wie wenn sich der jetzt meinen Baumeister schnappt zum Fressen. Ich weiß. Ihr wisst, was zu tun ist. Der Feind. So, ich muss vielleicht mal länger auf meine Vorposten setzen. So. Weil die Waagevorposten sind extrem krass. Holt euch den da! Sammeln! Sie reißen alles nieder! Schnell! Verschont niemanden! Der da hinten geht mir halt ziemlich auf den Sack, möchte ich anmerken. Kämpft! Er gehört mir! Sie greifen das Land an! Wir haben den Waagevorposten gebaut! Schützt den Baumeister! Ich treib die Sitz mit euch, ihr faulen Säcke! Ihr wisst, was zu tun ist! Wieder an die Arbeit! Mach dich nützlich! Ach, hat der schon irgendwie Verstärkungen oder was? Das kann doch nicht sein. Sehe ich gerade. Da ist das was anderes. Das ist einer dieser Götter! Macht eure Waffen bereit! Einer der Schmelzhöfen wird angegriffen! Einige Uruk-Speerträger sind in Ruhe! Helft mir, ihr Feiglinge! Weiter! Kommt schon! Schneller! Dich das Lager. Bewegung, Urukai! Macht eure Waffen bereit! So, jetzt wird's aber blöd. Langsam. Verschont niemand! Ja, ich weiß, dass ich das verlieren werde. Die Uruk schlachtet sie ab! Kommt schon! Weiter! Zum Glück sind immerhin die Viecher da hinten auf weg. Sie. Kämpft! Zieht eure Waffen! Aber ich kann halt nicht schneller herstellen, das ist das Problem. Lasst sie nicht entkommen! Lasst es Bolzen hageln! Das bringt mir jetzt gar nichts mehr. Ist in unserem Lager! Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit! Einige Uruk-Speerträger sind in Dammir! Halt! Uruk, halt! Keine Gefangenen! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. So, ich musste auf jeden Fall jetzt hier mal ein Ding setzen. Ein Baumeister.
Wir greifen an! Bald! Kämpft! Kommt schon! Haltet eure Waffen! Eigentlich wieder verdrückt, das kann ja nicht wahr sein. Macht eure Waffen bereit! Unser Lager! Die Uruks nicht zurückfallen! Die Armbrüste sind bereit! Ruhe! Feuer frei! Sie greifen uns an! Dieser Ort gehört dem Feind! Der hat mich ja sauber wieder runtergehauen, du. Aufwachen! Erobert euer Land zurück! Ich krieg langsam Hunger! Ich beobachte euch! Weiter! Weiter! Aber immerhin raube ich ihm wieder Rohstoffe, das ist schon mal ganz vorteilhaft. Ich kann eh einen Haufen Rohstoffe machen, meine ich. Aufwachen! Wimmelt es von Feinden! Erlaubt euch nicht! Das ist das Lager des Feindes! Geht alles mit! Los! So, auf jeden Fall mal hier irgendwie so, dass ich hier mehr Rohstoffe machen kann. Also mehr Rohstoffe krieg. Also noch mehr, als ich schon eigentlich kann. Gut! Zurück an die Arbeit! Nee, Ausgrabung lohnt sich nicht. Einlegen. Saruman wird da ist der Feind. Was sollen wir tun? Macht euch kampfbereit! Noch ein Angriff! Ja, endlich mal hat es funktioniert. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Wo seid ihr, Orks? Hier entlang. Lords hat aber echt eine verdammt schlechte Heilungsrate. Nee. Ihr wisst, was zu tun ist. Auge beobachtet uns. Feuer, wir dort lang. Überlasst den da mir. Kämpft. Treibt Wasser. Ihr wimmelt es von Feinden. Das ist einer dieser gezüchteten Irren. Sie greifen einen Schmelzung. Mal schauen, ob so ein gezüchteter Irre was bringt. Das Gebäude ist fertig. Das Lager wird angegriffen. In dieser Grube. Ja, also der zieht schon ordentlich was ab, du. Sie müssen sterben. Ja doch, also wenn er nicht angegriffen wird zum gezüchteten Irrer, ist er ziemlich gut gegen so einen Ballrock. Wir greifen uns an! Ihr werdet nicht gefallen! Alles in Trümmer! Sie greifen den Baumeister an! Sie haben den Wagen des Baumeisters gebrandschatzt! Beeilt euch! Aber das war's jetzt, meine ich. Jo, Lutz ist weg. Keiner hat mir noch ein Kommando. Der Feind ist in unserem Lager. Recht frech. In dieser Grube zeugt sein Leben. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Wir werden angegriffen. Mehr Bolzen. Schnell. Und bis Saruman kommt, dauert es auch noch ein bisschen. Also anscheinend, nee. Super. Da habe ich den falschen auch noch ausgewählt. Gehabt hier. Ich hätte zuerst die Urukai gebraucht. Wir haben den Wachvorposten gebaut. Verteidigt das Lager. Ich sage, Isengard ist scheiße. Er wird nicht zusammen auch noch. Spiel bin ich, ist nochmal scheiße. Sie greifen uns an! Noch mehr Uruks kommen aus dem Gruben. Macht euch das mir nur von Saruman was befehlen. Schau mal, wie gut das ist, aber da sehe ich schwarz. Zu mir, seine Diener. Nichts wird uns aufhalten. Arbeitet an eurer Einstellung. Kommt zu mir, meine Diener. Macht den Weg frei. Sie greifen schont niemanden. Sklaven meines Willens. Noch mehr Uruks kommen aus dem Ihr gehorcht jetzt mir. Oh, perfekt gesetzt, würde ich sagen.
Aber zu spät, toll. Zu früh. Du wagst es. Renn! Ihr Wimmel, schneller! Kommt her! Ihr seid groß genug! Wir haben den Wagvorposten gebaut. Schlachtet sie ab! Attacke! Ich glaube fast, das wird nichts mehr. Überlass den da mir! Werft sie in den Schatten! Treibt die Waage da rein! Macht was euch gefunden! Zu mir, meine Diener! Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans! Rückzug! Angriff! Die reißen alles! Lass niemand kann uns trotzen! Jetzt machst du noch schnell da Feuerball? Freund, dann. Das Auge beobachtet uns! Isengard wird siegen! Hier entlang! Narr! Verschont niemanden! Ich kann sie riechen! Jetzt kann dich keiner retten! Lasst keinen am Leben! Den da mir! Ihr werdet nicht gefallen, gibt es immer! Okay, das kann man aber sehr, sehr schnell vergessen. Jo. Habt ihr das gesehen? Sie haben Saruman reingebracht! Wir haben den Wagvorposten gebaut! Heilung, ihr Schnecken, ist weg! Er hat jetzt das Kommando! Ja, genau, hauen halt noch da drauf, meine Fresse! Ach, ich habe ja noch was Scheune an. Habe ich aber auch. Ein Gebäude fertiggestellt. So. Wer hat's gedacht? Ich hab den noch einigermaßen hingekriegt. Macht, was euch befohlen wird! Bewegt euch, ihr Maden! Aber jetzt kommt gleich die nächste. Der nächste Moment. Und dann habe ich verloren. Machen wir noch schnell Schlangenzunge, weil den kann man wenigstens schneller beschwören. Weil Wiederbeleben dauert eine Zeit lang. Noch mehr Gruben kommen auf den Gruben. Das Lager wird angegriffen. Das Auge bleibt die Waage bereit. Macht euch kampfbereit. Schwere nach vorn. Das könnte jetzt interessant werden, wie gut die Taktik funktioniert, wenn man hier sein Zeug aufbaut. Seine ganzen Wagvorposten. Problem ist nur, der da hinten. Meine Worte sind wichtig. Der Baum. Was? Der Baum ist noch nicht kaputt? Cool. Bald erkennen Sie meine Macht. Macht euch kampfbereit! Sie greifen das Lager an! Der Feind greift uns an! So, schauen wir mal. Uruks, auf eure Posten! Ja, okay, es ist klar, dass man dagegen nichts schafft. Ja, hier entlang. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich keine Lust mehr habe, wirklich zu spielen, weil das ist eigentlich immer das Gleiche. Es läuft immer darauf hinauf, dass ich mich nur verteidigen darf. Und das ist auf Dauer sehr langweilig. So, daraus werde ich einpacken. Und das ist nämlich die oberste Frechheit immer hier. Also, ja. Und damit sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.